Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ixion. In der letzten Folge sind wir weiter gejagt worden. Und die Piranesi kommt uns immer näher, was nicht gut ist. Aber die hat scheinbar einen deutlich langsameren Antrieb als wir, was gut ist. Ja, wir müssen hier die Forschung mal fertig machen. Was habe ich denn hier eigentlich? Finde Pelgon Devi. Ja, ob das nicht ein Fehler war, wird sich zeigen. Ob das nicht ein Fehler war. Wenn jetzt alle sterben, dann muss ich das Schiff zurückordern, neu bestücken und wieder hinschicken, um dann die 50 Forschungspunkte zu holen. Und das bevor die Piranesi uns kaputt macht. Okay, durch totale Überwachung haben wir jetzt erstmal wieder sehr stabile Werte, aber naja, das ist jetzt nicht, nee. Na, ihr wisst, ist nicht unbedingt fresh, aber wenn es die Menschheit rettet, was willst du machen? A science ship team has completed a task. Okay. So, ich könnte jetzt einfach warten, ehe ich das lese, ne? Oh, nee. Nach Ankunft bei den Koordinaten des Notsignals entdecken wir eine riesige verfallene Metallvorrichtung, halb vergraben unter dem Eis. Sie hat gigantische Ausmaße, ähnelt aber stark den Notsendern unserer Anzüge. Als wir die Umgebung untersuchten, fanden wir Überreste eines stark verwesen riesigen menschlichen Leichen. In den Knochen des rätselhaften in Fetzen organischen Gewebes sowie Metallrückstände eines Dolos-Anzugs. Die haben das auseinandergeschnitten. Organische Proben und DNA-Analysen ergeben, dass es sich bei der Leiche um Pelgon Devi handelt. Wir können keine belastbare Theorie für unseren Bericht erstellen. In dem Gebiet wurden Freus-Tachyonen registriert. Ihre atomare Eigenschaft scheint verändert zu sein. Na, wir verlassen den Planeten natürlich. Oh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe damit die Wissenschaftspunkte nicht gewastet. Boah, es ist mir, also ich fühle mich überhaupt nicht gut bei dem Gedanken, dass die Piranesi so nah an uns dran ist. Oh, man sieht ja auch, wie sie sich bewegt, ne? Ja, hier, guck mal. Wenn ich meine Maus dahin halte, gar nicht mal so langsam. Okay, ich schicke die Plank dann jetzt mal dahin. Ach ja, mir wurde auch gesagt, ich soll mal hier schauen. Piranesi, neue Forschung? Ne, gibt keine neue Forschung bei der Piranesi. Wahrscheinlich ist das mit der... Ist das da gedacht? Oder ich bekomme dann welche. Ach, ich bin Ich muss erst die Wissenschaftspunkte da rausholen. Ah, ich bin so nervös, dass ich Fehler mache. Das ist schlecht. Die schickt doch safe gleich einen Drohnenschwarm hier hin. Boah, ich will hier einfach nur weg. Aber ich muss die Punkte mitnehmen. Forschungen. Ah ja, genau, was mir auch noch gesagt wurde, nicht Legierung, sondern Polymer. Ich werde sicherheitshalber, ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen, ich werde jetzt hier einfach nochmal ein Polymerlager hinbauen, ne? Einfach nur, damit wir genug haben. Und weil die hier eh alle überfüllt sind, könnten wir auch hier mal auf Polymerproduktion umstellen. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Polymere wir brauchen, ne? Okay, ich spule mal vor.
Wo kommen wir rechtzeitig weg? Oh mein Gott, kommen wir rechtzeitig weg? Oh mein Gott. 20. 10. Und die Plank fliegt jetzt erstmal zu diesem Planeten, damit die Piranesi nicht gleich den Vektor berechnen kann, dass wir dahin wollen. Keine Ahnung, ob sie das macht, aber who knows. Und die Tycoon fliegt da lang. Tschüss. Sieht man die Piranesi hier schon irgendwo anscheißen? Noch nicht. Aber muss ja auch nicht, ne? Muss ja auch nicht. Ich würde sagen, tschüss. Das wäre direkt hinter uns. Nein, ist wahrscheinlich genau hinter dem Planeten. Ja, man sieht so einen roten Punkt leuchten. So, also wir sind fertig mit dem Planeten hier. Das Schiff fliegt da lang weg und das da lang. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Forschungspunkte werden wir brauchen, ne? Und brauchen wir den Exo-Fighting Dome? Oder sind wir ganz gut unterwegs? Ich würde sagen, wir sind ganz gut unterwegs, aber... So, und jetzt wechseln wir unseren Kurs. Wir könnten auch direkt dann weiterspringen, ne? Dann sind wir vielleicht wirklich hinter dieser Wolke so ein bisschen versteckt. Ob das schlau ist? Keine Ahnung. Aber ob es das wirklich bringt, weiß ich halt auch nicht. Ah, okay. Ich kann hier nicht das einstellen. Okay. Laut Wissenschaftskonsortium von Sektor 1 ist der Pulsar im Zentrum. Achso, das hatten wir schon. Wir befinden uns im Orbit um PSRB, bla bla bla. Der Pulsar ist riesig. Vorläufige Analysen bestätigen die Vorhersage des Wissenschaftskonsortiums von Sektor 1. Sie werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Kraft des Pulsars gegen die Piranesi zu nutzen. Analysiere den Pulsar. 10 Zyklen. Dauert der Spaß. Okay. So, Piranesi ist wieder auf Abfangkurs. Also würde mich wirklich interessieren, ob es was bringt, darüber jetzt direkt weiter zu fliegen. 2,2. Lass mal ganz kurz die Batterien laden. Wobei 2,2 sollten wir noch überall drin haben, ne? Ja. Komm, Feuer. The Piranesi has launched a missile targeting the Tycoon. Okay. Ganz schön unnötig.
uns ja gleichzeitig so ein Schwarm losgeschickt, und zwar auf den Planeten, den wir angesteuert haben. Ist das mies. Der Schwarm überlebt das hier natürlich, ne? Ist schon klar. Doch, das Problem ist, das hier sind 2,9. Ja, wir müssen Batterien laden. 2,9 haben wir nicht mehr. Okay, das war echt ein bescheidener Move. Hätten wir da warten sollen, damit er hier rüber schießt? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Okay, dann fliegen wir erstmal wieder darüber. Oh mein Gott. Okay, wir kommen vorbei. Jetzt ist natürlich der Planet verloren, der strategisch gesehen nicht so schlecht ist. Wieso hat er ausgerechnet den hier rausgenommen? Muss man das verstehen? Sektor 2. Das ist der hier. Ich schalte mal kurz die Feuerwehr aus. Einfach um uns ein bisschen Zeit zu verschaffen. Also hier ist auf jeden Fall Action. An accident has occurred in the Tycoon. So, Wasser ist am Start. Fusionsstation kurz ausmachen. Ja, ich meine, hier ist Vorsprung, glaube ich, schon auch angebracht. So, und jetzt wieder Feuerwehr anmachen. So, und jetzt müssen wir aber wirklich unsere Batterien geladen werden. Die sind jetzt am Anschlag. Vor allem Sektor 2 ist komplett leer. Wie weit ist es denn nach da? 4,5. Okay, das schaffen wir sogar. Wir könnten jetzt hier warten, bis die Pyrenäen einen Drohnenschwarm hierher wirft oder bis sie halt selber hier ist, ne? Müssen wir mal sehen. Die Frage ist, sind unsere Batterien voll, ehe die Pyrenäen da ist? The Piranesi has launched a missile targeting the Tycoon. Okay, das ist jetzt nicht das allergrößte Problem. A science ship team has completed a task. Das hier ist deutlich interessanter. Oh. Wir haben zahlreiche Messungen vorgenommen und umfassende Analyse der Aktivität vom PSR bla bla ausgeführt. Wir sind nun in der Lage, einen Plan vorzustellen, der die Architektur der Tycoon anpasst und den Rumpf wie ein Faradayschen Käfig wirken lässt. Wir haben außerdem eine theoretische Vorrichtung entwickelt, die wir Icarus 3 nennen. Diese Vorrichtung würde es uns ermöglichen, einen Impuls von PSR zu induzieren, um fortfahren. Zum Fortfahren muss das Techniklabor der Tycoon die verbleibenden Daten analysieren und Baupläne erstellen.
Verbesserung Faradayischer Käfig. Verbesserung Ikaros 3. Ikaros. Der, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Ich weiß nur nicht, warum 3, aber... Ja. Baue Ikaros 3. Piranesi hat weitere Subsysteme aktiviert. Ihre Bedrohungsstufe ist gestiegen. Wird häufiger angreifen. Wer hätte das gedacht? Dass die Story dann weitergeht. Aber hilft ja nichts, ne? Sonst ist ja Quatsch. Okay, Faradayischer Käfig. Hä? Wie null? Es braucht keine Forschungspunkte? Ausnahmsweise wäre jetzt Forschungsgeschwindigkeit gut gewesen. Oh ne, ich habe alles erforscht, lol. Nevermind. Ich habe volle Forschungsgeschwindigkeit. Warum kostet das 0 Punkte? Ich meine. Nehme ich, ne? Ikaros 3. Forsche Ikaros 3. Rekonfiguriere den Rumpf der Tycoon über die Bauleiste in der Außenansicht zu einem Faradayischen Käfig. Oh. Okay, 480 haben wir aber zum Glück. Puh. Ja, wir müssen uns eh erstmal verpieseln darüber, ne? Das hilft alles nichts. Die Batterie ist nicht aufgeladen. Bis das blöde Ding da ist. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, wir können wieder dahin fliegen, aber das ist doch alles Quatsch, oder? 4,5 Zyklen und wir haben Strom für 3,5. Ich könnte aber die Anlage abschalten, dann haben wir Strom für 4,7. Und dann können wir das weiter suchen. Piranesi nervt halt echt hart. A cyber-attack launched by the Piranesi has disabled several mess halls. Boah, immer diese richtig dummen Cyberangriffe auch. Da kommt auch schon der Drohnenschwarm. Oh nee. Kann es sein, dass der Drohnenschwarm... genau den Planeten targetet, wo wir jetzt hinwollen. Okay, ich meine, das hier kann ich mit Pause regeln, ne? Das bringt mich jetzt erstmal nicht so stark ins Schwitzen. Und auch für die Bevölkerung kann ich hier noch so ein Ding machen, aber die Kryo erstmal abschalten. So weit, so gut. Aber das Arschgesicht hat wirklich den Schwarm genau in die Richtung losgeschickt, wo ich hin möchte. Ikaros 3. Baue Ikaros 3. Wobei... Ne, warte, wo hat denn das hingeschickt? Aber das ist auch nicht gut, dass wir hier durchfliegen, oder? Aber not sure.
Fliegt das mit darüber? Wenn ja, sind die Kolonisten verloren. Vermutlich. Vielleicht kann ich die im Nachgang dann holen, aber... Ansonsten sind die verloren. Das Problem ist halt jetzt auch... Wenn ich jetzt das hier baue... Genau, die Rumpfreparatur wird während des Baus unterbrochen. Aber ich kann ja den Bau immer wieder mal pausieren, ne? Ja. Weil die müssen ja eh erstmal die Sachen ranschaffen, die ganzen Polymere ranschaffen. Warning. Entering Piranesi Drone Controlled Area. Genau das habe ich tatsächlich auch befürchtet. Aber es war nur ein Streifschuss. Das Gute ist, wir lenken das Viech ab, sodass die gar nicht mitkriegen, dass wir hier Dinge tun. Das ist gut so. Ich denke mal, dass hierher gerade massig Polymere rangeschafft werden. Sehe ich das richtig? Global. Magnetisierte Staubwolke. Unsere Energieversorgung ist in Gefahr. Okay. Bevölkerungsmanagement. Ressourcenmanagement. Sektor 3. Nee, komm. Komplett rein mit den Polymeren. Wir haben aktuell erst 68. Wir sammeln mal die Kontakte wieder ein. Müsste die Piranesi hier nicht auch Probleme bekommen? Ich frag nur. Okay, also wir bauen diesen Käfig, erzeugen dann einen Strahlenausbruch und der zerfetzt dann hoffentlich die Piranesi. Und uns nicht wegen dem Ding. A science ship team has completed a task. Icarus ist bereit zum Start. Erwecke den Pulsar. Oh, shit. Okay, das escalated quickly, ey. Wie weit ist das? 2,7. Wie viel Akku haben wir? 3,1. Ey. Die machen mich fertig. Boah, das ist so mies, dass das Scheißteil schon direkt den Drohnenschwarm losschickt. Aber kann jetzt überhaupt noch verfolgen, wo wir sind? So durch den Drohnenschwarm durch? Geht das überhaupt? Wahrscheinlich geht das schon. Weil die aus irgendeinem Grund krass überlegene Technologie haben. Aus welchem Grund auch immer. Oder fliegt das dahin? Ich glaube nicht. Wie sieht's hier aus? 222 Polymere. Oh, ein Glück, dass wir genug Polymere haben.
Es hätte so auch noch gerade gereicht, aber naja. Okay, hier ist für die Homeless, das ist nicht das Problem. Gut, den Fusionsreaktor können wir jederzeit anmachen, falls wir krasse Stromprobleme bekommen. Oder? Ich denke. Ich denke. Produziert er während dem Flug Strom? Müsste, oder? Will ich das testen? Ich denke nicht. Batterien. Versiegelung. Die Ladegeschwindigkeit ist um 75% erhöht. Da geht noch was. Okay. The Piranesi has launched a missile targeting the Tycoon. Ja, okay, das ist... Das trifft mich jetzt nicht so hart. Caution. Entering stellar storm. Ich warte noch drauf, dass das mal fällt. Warte. Baut er gerade den Dingenskirchen? Nee. Doch. Nee. Also wir sind erstmal da. So, und das ist jetzt ein Planet, da kommt die Piranesi jetzt auf uns zugeflogen. Okay, Batterien laden schneller auf, das ist gut. Rumpfreparatur geht ausreichend schnell. Ich meine, das sind ja, gehe ich mal von aus, alle drei in Betrieb. 443. Jetzt hat das Ding schon wieder so einen Drohnenschwarm losgeschickt. An accident has occurred in the Tycoon. Das ist gar nicht gut. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Was ist denn mit den Polymeren jetzt? Keine Polymere, warum? Hä? Weil der hier geiert oder wie? Sektor 5 ist Recycling, ne? Oh. Der kann auch abgeben. The Piranesi has launched a missile targeting the Tycoon. Keine Gegenmaßnahme verfügbar. Nee, wegen den Polymeren. Oh oh. Das ist schlecht. Digga. Was ist das? Piranesi drone controlled area. Nein, wir haben keine. Der war knapp. Caution. Hull integrity below 50%. Okay, jetzt ist es, weil die gerade bauen, ne? 91% abgeschlossen.
Ich glaube, das können wir abwarten, ne? The Piranesi has activated more subsystems. Its threat level has increased. He will attack more frequently. Perfekt. Was war's, du blödes Ding? Geh dich löschen! Ach so, das dauert 5 Zyklen. Piranesi Drone Controlled Area. So. Ah ne, die Akkus sind wieder aufgeladen. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das große Akkuproblem, aber ist es nicht. Okay, und nachdem wir jetzt aus dem Drohnenschwarm raus sind, reparieren wir aufgrund der Effizienz trotz Flug. Ey, die wird auch immer schneller. Das blöde Vieh. Willst mich verarschen? Okay, ich will mal was testen. Wenn ich jetzt, wann dann, ne? Aktiviere Atomkraftwerk. Hilft das? Also ich habe keine Ahnung, ob das hilft. Jawohl, plus 200 Energie rettet nicht alles, ne? Aber vielleicht ein bisschen was. Du hast keine Ahnung, was hier abgeht, mein Freund. Warte mal, die Plank. Die opfern wir dann ja, oder? Nein, die geben ihr Leben. Boah, es wäre jetzt echt gerade perfekt, ne? Vielleicht müssen wir nochmal hin und her. Vielleicht müssen wir die genau tatsächlich dahin. Und deshalb lässt er auch die beiden Planeten in Ruhe. Vielleicht aber auch nicht. A cyber attack launched by the Piranesi has disabled several missiles. Und gleichzeitig natürlich ein Drohnenschwarm. So viel zum Thema, der lässt das in Ruhe. Aber die Akkus waren mehr oder weniger instant aufgeladen. Atomreaktor können wir ausmachen. Wir haben eine Menge Müll produziert. Aber das habt ihr mir ja schon gesagt. Überlebe. So, und jetzt ein Cliffhanger. Nee, dann. Dann geht irgendwie an die Gurgel. Auch wenn ich ein bisschen Bock auf einen Cliffhanger hätte. Das Einzige ist euer Glück, dass ich das einfach nicht ertrage, jetzt noch zu warten. Alter, die hat alles abgefeuert. Okay, und wieder zurück. Das Problem ist, dass unser Rumpf halt immer noch nicht vernünftig repariert ist und wir jetzt gleich hier durch diese Drohnenschwärme durchfliegen und das macht mir ein bisschen Sorge. Warning. Da sind die Drecksdinger. Aber wir haben es geschafft. Ey, dieses Ding. Okay, also mittlerweile ist es halt übelst schnell unterwegs. Aber. Warte. Ja, jetzt bist du gut. Geh dich löschen. Icarus 3 ist detoniert und hat den Pulsar aktiviert. Die Besatzung der Plank konnte sich noch in die Kryokapsel begeben. Ah, ehe die Lebenserhaltung zerstört wurde. The Piranesi has been defeated. Boom.
haben einfach den Pulsar ausgelöst. An accident has occurred in the Tycoon. Piranesi wurde durch den Impuls abgeschaltet. Ihre Drohnen wurden überlastet, ihre Raketen detoniert. Das ist sehr gut. Als der Impuls auftraf, zuckten elektrische Lichtbögen und Explosionen über den Rumpf des Schiffes. Die Besatzung der Tycoon beobachtete das Geschehen. Aber das heißt ja, dass die Leute jetzt happy sind. Wieso minus Furcht vor der Piranesi? Die sind auch tot. Das müsste doch jetzt plus zwei Piranesis tot sein, oder? Oder nicht? Ah, okay, das Schiff ist zerstört, aber die Glooscap hat direkt eingegriffen und hat die Leute geholt. Was ein Ehrenschiff. Fliegt einfach ins Zentrum des Pulsars. Hätte der nicht das auch irgendwie wegpusten müssen? Naja. Okay, das heißt, es ist literally keiner gestorben. Krass. Also... Ich freue mich aber. Ja. Es war auch echt knapp, ne? Ich glaube, das muss man fairerweise dazu sagen. So, Ressourcenmanagement. Sektor 1, Polymere. Schön voll machen. Na, wir recyceln mal weiter Polymere. Wer weiß, was wir noch brauchen. Also wir haben 144 Computerchips, das wird wahrscheinlich für den Rest des Spiels reichen. Das haben wir. Abfallaufbereitung. Mehr Polymere. Keine Ahnung, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber... Und das da hätte ich auch ganz gern. Komm, wir haben über 300 Forschungspunkte. Kann man sich auch mal ein bisschen Luxus leisten. Okay, das heißt, die hier sind nicht verloren. Das heißt, wir können die jetzt holen. Glooscap rückt wieder aus. Mutig, wie sie sind. Ah ja, wir brauchen ein neues Schiff. Es war gerade neu. Die Sucher. Ich habe eine Idee. Lasst uns doch zur Piranesi fliegen und die einfach wieder aktivieren. Vielleicht können wir dann auf den Bordcomputer zugreifen, um Türen zu öffnen. Wäre das nicht voll die gute Idee? Oder warte mal. Das ist schlauer. Leute, wäre das nicht voll die gute Idee? Ich glaube schon. Fliegen wir mal da rüber. Boah, der EKP-Antrieb von der Tycoon ist in der Folge jetzt aber wirklich ordentlich eingesetzt worden, ne? An accident has occurred in the Tycoon. Oh, das waren 200 Leute, ne? Okay, wir haben ein paar Verletzte, aber letzten Endes dürfte unser Gesundheitszentrum das alles sehr gut handeln. Wieso immer noch die Furcht vor der Piranesi? Glauben die noch nicht, dass wir es hingekriegt haben? Könnte es nicht wenigstens plus 1 geben für Erfolg gegen die Piranesi oder sowas? Nein? Einfach irgendwie so ein bisschen was, damit man sich freuen kann? Oder dass die Leute sich freuen können.
Die Besatzung der Tycoon beobachtete das Geschehen. Das muss doch nice für die gewesen sein. Die haben das gesehen, wie es das Schiff hier zerfetzt und dachten sich so, nice, wir haben gewonnen. So, suche erneut auf der Piranesi nach den Remus-Koordinaten. Ja. Die Action mit dem Pulsar war schon wirklich wild. Das ist ein interessanter Bug. Ja, ich warte mal, bis wir hier soweit ready sind, bevor ich jetzt nochmal dahin fliege und sammle mal noch das Eis hier ein und die Leute hier ein. Aktuell kann man durchaus wieder ein bisschen spulen. So, hier, jetzt wecken wir die Leute auf, die auf dem Forschungsschiff waren. Nicht wirklich, aber wir tun einfach so. 3, 2, einer noch. So, jetzt haben wir die aufgeweckt, rechnerisch gesehen. Ah ja. Wir sollten das Eis aber auch wieder zu Wasser machen. Wir können mal kurz für einen für einen oder zwei Zyklen das hier ausgleichen, das ist kein Problem. Ist jetzt aber auch nicht so dringend, dass wir das machen müssen. Ne? Oh! Feuerwehr direkt da, direkt am Löschen. So muss das sein. Ich glaube, Feuerwehr haben wir auch ganz gut erforscht. Oh, da geht noch was. Fahren schneller. Vorrang für Arbeitskräfte. Energiekosten sind um 2 reduziert. Wohnraumkapazität ist um 60% erhöht. Ja. Gesundheitszentrum ist aktuell auch nicht erforderlich. Schnellere Forschungsschiffe habe ich bisher auch nicht so das Problem mit gehabt. Baugeschwindigkeit der Außenbordschleuse. Ah, damit hätten wir schneller den Dings bauen können, den Käfig, ne? Ja, jetzt ist auch zu spät. Sondenwerfer. 40% höhere Erkundungsrate, das finde ich doch ganz gut. Und dann können wir ja wirklich die Exokampfkuppel mal erforschen. Einfach nur damit wir sie haben. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Mehr Arbeit. Ach, wegen den Verletzten, ne? Bevölkerungsmanagement. Hier, Sektor 6 haben wir genug. Arbeitskräfte von Sektor 6 nach Sektor 3. Wo die Mehrarbeit ist, da fehlen 10 Leute. Schicken wir rüber. Kein Problem. Wir wollen ja hier Zufriedenheit. Ah ja, genau, wir können jetzt hier den Status von der Bevölkerungsstufe sehen. Ja, das wird nix. Ich hab mal schon gesagt, dass da übelst viele erforderlich sind. Hier Industriestufe 1.
Das ist schon Max. Das ist auch schon Max. Der Sektor ist noch nicht geöffnet. Abfallverwertung, Industrie. Ja. Was hat Industrie 2 gebracht? Ach, haben wir gar nicht. Bevölkerungsstufe 1. Ja. Ja. Jetzt könnte man sagen, für die Anzeige verschwendete Punkte, aber komm. Im Moment stehen wir ja ganz gut da. Auch was Forschungspunkte angeht. Und damit würde ich auch sagen, war es das soweit mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir speichern, Spiel speichern. Schauen wir mal. Bring die Kolonisten zurück. Sind wir auch dran. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.